Und dann geht's bei Space Force 1, The Brass. Auf Winter. The Brass. Auf Winter, der Hauch des Winters, so. Sofort. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Wir schauen uns jetzt mal in diesem Lager um, da unten. Da ist also ein Lager. Wir wollen jetzt hier nicht unbedingt nochmal diesen Mosaikwächter angreifen. Folgt mir. Ja. Vorwärts. Ja, den können wir ja im Endeffekt nicht besiegen. Sofort. Schnell. Und los. Mir nach. Aber. Vorwärts. Wir können mal in dieses Lager gehen. Vorwärts. Sofort. Sofort. Mal schauen, ob wir da vielleicht was reißen, so erstmal. Weil das Gute ist dann natürlich, wenn wir das Lager zerstören, dann könnte es sein, dass dieses Lager uns nichts mehr schickt. Folgt mir. Und dann müssen wir uns zum Beispiel auf das Lager nicht mehr konzentrieren. Und los. Warte mal. Ich warte mal, bis der hier. Oh, guck mal, da kommt er schon. In die Schlacht. Wie haut der so rein? Der ist, ja, okay. Ich würde sagen, haltet durch, Männer! Wo es ist machbar, ne? Wir müssen einfach nur mal ein bisschen früher heilen. Linien müssen halten. Ist schon machbar, ne? Wenn man früher heilt, dann könnte man da echt, dann könnte man da echt was reißen. Das Problem ist nur. Schwierig. Nee, wir lassen das mal, oder? Also es wäre schon irgendwie geil, wenn wir dieses Lager ausrotten. Aber wenn wir hier zum Beispiel zwei drin haben, die halt so hart sind. Ja, wobei, das ist halt alles so. Da haben wir ein bisschen was. Das ist halt nicht viel. Na komm, wir probieren das nochmal. Wenn wir ein bisschen mehr unsere Leute heilen, ein bisschen härter darauf eingehen. Sofort. Und im Endeffekt diese komischen beiden Viecher, die da noch im Lager drin sind, dann solo besiegen. Schnell. Irgendwie hinkriegen, die da rauszuziehen. Und los. Weil das ist halt eben ein Lager, das wir im Endeffekt vernichten können, was uns dann nicht mal beim Aufbauen stört. Und ich glaube, das ist schon. Schnell. Das ist schon ganz sinnvoll, wenn wir das vernichten. Weil es ja scheinbar so aussieht, als könnten wir das vernichten. Mir nach. Wir müssen halt nur schnell reagieren mit dem Heilen. Und los. Folgt mir. Für die Freiheit. Das ist ein Hinterheilen. So, wir bekommen gerade auch die Fresse. Ich bekomme auch die Fresse. Dann möchte ich gerne jetzt meinen Heilspruch haben. Gut. Machen wir das dann. Nochmal einen Heilspruch. Guck mal. Geht ja schon viel besser. Wir haben sogar Runenhexer noch dazu bekommen. Ja, wir haben noch. Moment, wir haben doch noch einen Platz. Ah, nee, haben wir nicht. Können wir sowieso nicht verwenden. Ich hätte ja lieber gerne den Eisernen irgendwie dabei. Weil der Eiserne, ne, das klingt für mich so, als wäre das ein richtig krasses Ding. Aber Voraussetzung ist Stufe 17, ne? Und wir sind ja gerade mal eher Stufe 11 oder 10 oder so. 12 sogar schon. Also noch weiter als erwartet. Hier. Speichere das mal. Vorwärts. Sofort. Schnell. Nun gut. Schauen wir mal,
Wie wir das jetzt mit diesen Eiselfen... naja, ich denke mal, das sind Eiselfen, aber das sind gar nicht Eiselfen. Das sind im Endeffekt untote Geister. Wie wir das jetzt hinbekommen. Die halten nicht so viel aus. Ja, die halten echt nicht so viel aus. Ja, gut. Oh, sehr interessant. Könnten wir damit sogar... Könnten wir damit das, die Lager unten solo ausrotten? Weil ich meine, da klatscht er einmal kurz rauf und die sind tot. Das ist ja echt... Das könnte ja sogar... Das könnte funktionieren. Zum Angriff! Sofort. Warte. Und los. Nicht da gerade, ja. Folgt mir. Mir nach. Vorwärts. Die pullen wir jetzt. Vorwärts. Pull. Vorwärts. Pull. Schnell. Für die Freiheit. Für die Rune. Ja, die, ja. Wenn die auch so läppisch sind da unten, ich muss ein Riesenlager, dann können wir die, ja. Dann ist das möglich sogar so. Verstärkt die Deckung. Aber nur halt schlecht sehen, ne? Weil die so ein bisschen durchsichtig sind. Mir nach. Für die Rune. Aber das gefällt mir, wenn die so schnell sterben. Und dann wollen wir mal den nächsten holen. Hi. Mir nach. So, schnell hier weg. Mir nach. Folgt mir. So, einer soll zurücklaufen, den anderen, den müssen wir irgendwie killen. Wenn wir das haben, dann können wir ganz easy da das machen. Einer läuft zurück. Wir warten. In die Schlacht. Alles klar. Sie sind überall. Feindlicher Angriff. So, wir bekommen jetzt harten Damage Input. Das ist nicht so cool. Oh, der ist schon tot. Ja, dann machen wir das doch. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, aber die sterben... Oh ja, die sterben viel schneller als der andere. Das war scheinbar ein Boss gewesen. Ja, vorwärts. Das andere Vieh, was da lang gelaufen ist, war scheinbar schnell. Echt ein Boss. Sofort. Weil die sterben ja echt so schnell wie scheinbar die Eiselfen da, die Untoten. Mir nach. Kämpft, Männer. Ja, das kriegen wir jetzt auch so hin. Zum Angriff. Ja, das ist doch sehr schön. Schnell. Für die Rune. Das ging ja ganz gut. Folgt mir. Die Truhe ist verschlossen. Aber ich bin der Schlüssel, oder? Ja. Ah, das ist dieses eine Lager, ne? Genau, mit dieser Tinktur. Da könnten wir jetzt... Oh, guck mal, wir hätten auch anders hier in das schnell. Lager reingehen können. Sind noch irgendwelche Gegner? Ach, da. Vorwärts. In die Schlacht! Das bereust du! Zum Angriff! Wir hatten echt nichts aus, ne? Sofort. Muss nicht heißen, dass die da unten zwangsläufig auch so sind, aber... Vorwärts. Ich denke mal, das ist schon so. Und somit hätten wir dann natürlich eine ganz gute Chance. Sofort. Aber wir geben jetzt erstmal die Quest ab. Denn... Mir nach. Dann erhalten wir ein bisschen Erfahrung. Und Vorwärts. Dadurch, dass wir ja auch einmal gestorben sind, folgt mir. Ist das natürlich ganz praktisch. Und dann ja. Halt die Erfahrung dann so ein bisschen wieder herzustellen, die wir dann verloren haben. Auf mein Zeichen. Und los. Mir nach. Das wieder dieses Lager. Ich denke mal, auch wenn wir jetzt hier so reinlaufen, dann werden wir nicht direkt alles pullen. Deswegen, das ist schon, das nehmen wir wahrscheinlich sogar schon hin. Das hier ist so ein bisschen, das, da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Aber ich glaube auch, dass das halt möglich ist. Wobei hier ist so ein Zwergensoldat. Ja, die halten vielleicht ein bisschen mehr aus. Aber die Elfen halt nicht. Muss man halt ausprobieren. Hier. Ihr seid es. Habt ihr das Mittel? Tatsache. Hier ist es. Seid bedankt, Fremdling. Nun kann ich... Oh nein, es ist, wie ich befürchtet hatte. Es ist nur noch wenig in der Flasche. Nicht genug für beide Verletzte. Nithalf, Gnade, was soll ich tun? Soll ich nun entscheiden, wer leben darf und wer stirbt?
Mein Zwergenbruder oder die Elfe? Wer soll leben? Wer? Ich hab meinen Zwergenbruder. Gebt sie eurem Zwergenbruder. Ihr habt recht. Ich muss meinem Blute treu bleiben. Er wird sie erhalten. Mögen die Ahnen der Elfen ihre Schwester in Frieden aufnehmen. Auf meinen Befehl. Das wurde aktualisiert. Also wurde wahrscheinlich abgeschlossen. Können wir jetzt auch Erfahrung erhalten? Gar nicht. Ja. Keine Ahnung. Oh. Mir geht es bereits viel besser. Ich danke euch. Nehmt diese Axt als Belohnung für mein Leben. Nidhalfs Stärke sei mit euch, Mensch. Axt. Keiner kann sie verwenden. Toll. Ja, vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Und nun los. Gut. Mir nach. Bewegen wir uns so langsam. Bidim. Vorwärts. Immer noch so, ich habe immer noch so den Gedanken, sofort. Dass irgendwie bei der Erstellung des Soundtracks hier, die einfach irgendwie Mikrofon genommen haben, das irgendwie, weiß nicht, aufgenommen haben und währenddessen irgendwie aus ihren Boxen von ihren sofort. Computern dann während der Entwicklung dann noch irgendwie dieser Windows-Fehler-Sound aufgetaucht ist und die einfach mit aufgezeichnet haben oder so ähnlich. Keine Ahnung, ganz, ganz merkwürdige Sachen vorwärts. Fallen mir da ein, wie die irgendwie den Sound aufgenommen haben. Vorwärts. Der hat genauso klingt wie dieser alte Fehlersound von Windows. Und los. Vorwärts. Und los. Warte mal, nein, wir speichern jetzt mal hier. Vorwärts. Gut, und dann probieren wir es mal aus. Und los. Hi. Mir nach. Und los. Oh Gott. Ja, da haben wir was losgetreten. Oh fuck. Oh no. Hi. Für die Freiheit. Das stärkt die Deckung. Schließ die Reihen. Kommt hier. Mir nach. Ja, warte mal. Wir pullen mal. La la la. Wahrscheinlich, ja. Zum Angriff. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Zum Angriff. Hinterhalt. Sie sind überall. Schließ die Reihen. Das bereust du. Sie sind überall. Die verarschen? Feindlicher Angriff. Fuck. Versucht's nur. Verstärkt die Deckung. Schlagt sie zurück. Vorsicht, Gegner. Doch. Schließt die Reihen! Heiler verloren. Wir werden angegriffen. Versuch's nur! Verstärkt die Deckung! Die Deckung. Doch. Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Geht so in Gefahr! Verstärkt die Deckung! Schließ die Reihen! Ja. Vorne irgendwo? Nö. Wow. Okay, dann machen wir es mal so, dass wir hier wieder neu den Heini hier holen. Die Rune zu Befehl. Wird sofort ausgeführt. Auf dem Weg. Unverzüglich. Verstanden.
Alles klar. Müsste ja nicht gehen, oder? Die Rune wird sofort ausgeführt. Zu Befehl. Zu Befehl. Was nein, nicht. Unverzüglich. Wir müssen warten. Ja. Das heißt also, wir warten jetzt, bis der wieder da ist. Hier. Könnten natürlich Sophie jetzt schon mal angreifen. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, wenn wir das zu viert schon machen. Auf mein Zeichen. Wir speichern mal und probieren das mal aus, ob das zu viert auch geht. Folgt mir. Schnell. Sofort. Und los. Hi. Vorwärts. Folgt mir. Vorwärts. Sofort. Ja, wir und Bedrohungsschutz, ja. Hm. Geil. Sofort. Für die Rune. Sie sind überall. Wir haben einen Gegner besiegt. Vorwärts. Einen weiteren Gegner. Hier. Schnell. Ja, kommt mal daher. Oh, das ist nice. Ja, komm, 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 kommt. Mir nach. Kriegen wir das hin? Ja, sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Für die Rune! Sie sind überall! Kommt hier! Da ist auch der andere. Sie sind überall! Bereit. Auf meinen Befehl. Feindlicher Angriff! Versuch's nur! Verstärkt die Deckung! Feindlicher Angriff! Hier! Versucht's nur! Hä, funktioniert! Perfekt! Wo rennt denn der jetzt hin? Ja, vorwärts. Achso. Schnell! Noch Elfensoldaten. Weil wir die ganzen. Ha! Weil wir die ganzen Zwergen daraus gefischt haben. Das ist auch lustig. Schnell. Na? Sofort. Schnell. Und los. Vorwärts. Gucken wir mal, ob ihr. Schlag sie zurück! Wir werden angegriffen. Das gut hinbekommen. Verstärkt die Deckung! Er kommt hier! Schießt sie überall! Ja. Auf meinen Befehl. Für die Freiheit! Verstärkt die Deckung! Na, so weniger. Für die Rune! Also ein Zwergensoldat irgendwie dazwischen. Schließt die Reihen! Je weniger Gegner wir haben, umso besser ist es für uns. Ja, wir kriegen das locker hin. Attack! Das habe ich alles gar nicht so hart erwartet, dass wir das so hinkriegen. Dass wir die so ausrotten, weil das sind halt schon echt viele gewesen. Aber wie man sieht, schaffen wir das doch. Ganz easy. Da alles schön auszurotten. Und los! Zur Ehre Aonias. Und zum Glück gibt es hier mal keine Spawner schon direkt im Anfang. Reicht ja das Spiel mal schon mal. Kämpft, Männer! Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Sofort. Ja, wahrscheinlich hat das Spiel gemerkt, dass wir das jetzt locker geschafft haben. Oha. Behalten wir denn jetzt hier alles? Sauber Heilungsstufe 8.
Für mich ist da jetzt nichts dabei. Für keinen ist da was dabei. Aber wie ist es mit dem Zauber? Das ist ja weiße Magie, ne? Ne, geht nicht. Ich will schon ein Zauberbuch. Das ist schon ein Zauberbuch. Nun gut. Auf mein Zeichen. Und los. Läuft ja eigentlich ganz gut. So, wir haben eine Quest-Aktualisierung bekommen. Befreit das Winterthal von den Geistern. Das haben wir doch eigentlich schon gemacht. Was haben wir denn hier für eine Quest-Aktualisierung bekommen? Hier, guck mal, da war ein Spawner gewesen. Okay. 6 bis 9. Bullshit ist das. Und los. Für die Rune! Sind noch ein paar Pünktchen auf der Map da. Hier unten. Da sind aber blöde. Ah, sind wieder Skelette. Also die sind wieder richtig gemein. Wieder Questbook aktualisiert. Aber was denn? Ah! Den Bereich haben wir abgeschlossen. Jetzt müssen wir aber noch zum Portal. Okay. Und los. Nee, da sind wir hergekommen, hä? Das ist doch ein Gegner. Vorwärts. Sofort. Schnell. Räumen wir den erstmal auf. Und los. Räumen wir den auf. Räumen wir den erstmal hier weg. Mir nach. Kämpft, Männer. Versuch's nur. Verstärkt die Deckung! Versuch's nur! Auf mein Zeichen. Und los. Hier nach. Sie sind hier überall. Nach. Und los. Es kommt hier. Und hier. Vorwärts. Sofort. Sofort. Schnell. Und los. Hier nach. Hier nach. Und los. Hier nach. Vorwärts. Verstärkt sofort. Die Deckung! Hier. Pack mich doch! Hier. Die Linien müssen halten. Feindlicher Angriff! Attack! Wir werden angegriffen. Haltet durch, Männer! Wir halten durch! Das ist ein Hinterhalt. Auf mein Kommando. Schließt die Reihen! Wir werden angegriffen. Feindlicher Angriff! Linien müssen Sie sind halten. Überall! Haltet durch, Männer! Hier, das Tor greift an! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Dann halten, Männer! Schließt die Reihen! Sie sind überall! Dann halten, Männer! Verstärkt die Deckung! Verstärkt die Deckung! Schließt die Reihen! Krieger zu mir! Die Heilung ist nicht durchgegangen. Was zum Henker? Hitler.
Feuerschild, was auch immer das bringt, bringt. Hey, Schützen! Feindlicher Angriff! Berserker, schnell! Bereit! Sofort! Das ist ein Hinterhalt! Für die Rune! Sie sind überall! Wow! Feindlicher Angriff! Zur Ehre Aonios! Oh, wir können nochmal den Beschützen draufhauen, dann hier nochmal so einen, damit mein Hauptcharakter nicht stirbt. Haltet durch, Haltet Männer! Durch, Männer! Vorwärts! Zum Angriff! Verstärkt die Deckung! Haltet durch, Männer! Ah, zum Henker, ey. Schließ die Reihen! Auch das hier ist so ein bisschen hart, ne? Müssen wir ein bisschen pullen. Aber wir haben... Nein! Auf meinen Befehl, folgt mir. Schnell. Uncool. Na los! Bin fast da! Das ist uncool. Nehmen wir aber leicht hin. Oh Gott, wieder nur noch gespawnt. Oh Mann, ey. Und noch einer. Ey, ich raste aus. Kriegen wir das denn hin? Dann müssen wir eine Armee aufbauen. Und das auch nicht. Das kriegen wir auch nicht so hin. Das Ding ist aber... Ja, dann müssen wir eine Armee aufbauen. Ich probiere es nochmal so aus. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Noch schnell. Beim nächsten Mal. Aber da müssen wir wahrscheinlich eine Armee aufbauen, weil das kriegen wir so nicht hin. Das ist ja hier Massen. Ansammlung. Und vor allen Dingen die Gegner da unten beim Tor. Die kriegen wir so nicht weg. Wir müssen da was aufbauen. Aber auch wenn wir das müssen, das Ding ist halt, dass wir dieses Lager vielleicht noch kaputt machen, damit das Lager zumindest uns nichts mehr schickt. Das ist alles so blöd gerade, ehrlich sagen. Okay, beim nächsten Mal probieren wir es aus. Also, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Peace.